herzlich willkommen zur Volksinteraktiv-Ausgabe an diesem Dienstag. Und heute ist es eine bunt gemischte Volksinteraktiv-Ausgabe. Und wir dürfen ganz, ganz viele Gäste begrüßen. Und zuerst habe ich mal die Uli, den Uli und die Renate bei mir. Grüß dich, Renate. Grüß dich, Uli. Und hallo, die zwei sind Grüß bekannt dich. Unter dem Duo Herzblatt und sind extra aus Südtirol angereist. Ich darf euch herzlich willkommen heißen und wir möchten ganz, ganz viel von euch heute erfahren. Uli, starten wir einfach von vorne einmal los. Duo Herzblatt, wie lange gibt es euch denn schon? Ja, zunächst einmal hallo Clara, grüß dich und danke schön, dass wir bei dir hier zu Gast sein dürfen. Herzblatt gibt es jetzt seit ungefähr 17, 18 Jahren. Wir haben begonnen 1997, haben wir das Ganze mit einem Trio gestartet. Da ist noch der Bruder von Renate, der Christian, dabei gewesen. Und seit ungefähr 10 Jahren spielen wir als Duo. Ja. Wie kann ich mir das Duo Herzblatt musikalisch vorstellen? Eigentlich wie andere Duos auch, was wir vielleicht zum Schwerpunkt gemacht haben, ist eigentlich das, dass wir ganz viel auch ohne Anlage spielen, also fast von Tisch zu Tisch. Wir spielen ganz viel kleinere Sachen, auch viel Hochzeiten oder auch Hotels. Mhm. Und wo wir eben bei uns in Südtirol einige Hotels haben, die es ganz gerne haben, wo wir auch ohne Anlage spielen, also zu 100% live, so in der Richtung. Also Renate jodelt und spielt die Gitarre und meine Wenigkeit bin eher für die Tasten und für die Harmonika zuständig. Und man kann es schon raushören, das ist ein wunderbarer Südtiroler Dialekt. Genauer gesagt seid ihr in der Nähe von Brixen zu Hause. Ja, ganz genau. Wir kommen aus dem mittleren Eisacktal, aus dem Vilnestal. Ganz genau können wir für unser Tal auch ein bisschen Werbung machen. Und es liegt ungefähr 20 Kilometer von Brixen und plus minus 15 Kilometer von kleinen Städtchen Klausen entfernt. Und ihr seid heute extra angereist und ich sage nochmal herzlich willkommen, schön, dass es euch gibt heute bei uns in Volksinteraktiv. Wir wollen ganz, ganz viel vom Duo Herzblatt kennenlernen. Die Volks-TV-Zuseher haben die zwei schon gesehen, aber noch nicht gehört und zwar in Ungarn. Wir waren ja heuer in Ungarn zu Gast, es war ein internationales Konzert und auch Südtirol war durch euch vertreten. Über Ungarn möchten wir heute auch noch sprechen. Und jetzt frage ich aber zuerst noch die Renate, ich glaube der Uli hat es auch ein bisschen angesprochen. Ihr seid seit über 10 Jahren erfolgreich unterwegs und wo spielt ihr überall? Ja, wir spielen vor allem in Hotels, bei Hochzeiten, Türkeln und kleinere Veranstaltungen. Und da kann man das Duo Herzblatt sehen und die Renate hat sich heute gedacht, naja, eigentlich ist der Pressesprecher mehr der Uli und ich darf ein bisschen mehr mit dem Uli plaudern. Uli, wir wollen heute ein bisschen, ich hätte mir gedacht, einen Rückblick machen über das Duo Herzblatt und vielleicht auch einen Ausblick in die Zukunft, was in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten alles so bei Duo Herzblatt ansteht. Und wir beginnen einmal ganz, ganz von vorne. Was waren denn eure ersten Meilensteine? Wie hat alles begonnen? Es ist so, wir haben in verschiedenen Gruppen gespielt. Wir beide haben damals schon unter anderen Namen mal gespielt und dann hat sich eigentlich die Gelegenheit geboten, 97, wo der Bruder auch dann gesagt hat, ich möchte gerne mit euch mitspielen und haben wir gesagt, okay, dann gründen wir ein Trio sozusagen der Familie. Das haben wir dann gemacht unter dem Namen Herzblatt. Und da haben wir gespielt eigentlich bis 2006, sind wir zu dritt unterwegs gewesen und eben die letzten 10 Jahre haben wir mehr oder weniger im Duo verbracht. Meilensteine, jetzt größere Erfolge hat es sicherlich nicht gegeben, aber ich sage immer, jeder Auftritt, wenn die Leute zufrieden sind und den Leuten es gefallen hat, ist auch ein Erfolg, oft ein persönlicher Erfolg und das ist das Wichtigste, wenn wir die Leute immer glücklich machen können, dann ist das unser persönlicher Erfolg. Vielleicht, was man sagen kann, wir waren ein paar Mal dabei bei der Vorausscheidung zum Grand Prix auch. Und da können auch ein bisschen einen Namen machen über die Grenzen hinaus. Das war vielleicht das Highlight vom Ganzen. Ja. Und wir möchten heute noch, wie gesagt, ganz, ganz viel über Renate und Uli, über Duo Herzblatt erfahren. Und jetzt gibt es einmal kurz Musik und dann geht es weiter mit der kleinen Zeitreise. Wieder zurück aus der Werbepause, Volksinteraktiv heute mit Gästen aus Südtirol. Das sind die Renate und der Uli und bekannt sind sie unter dem Duo Herzblatt. Lieber Uli, wenn ich schon Gäste aus Südtirol da habe, könnte man eigentlich schon mal sprechen, wie ist denn die Musik in Südtirol? Wie erlebt ihr Musiker eure Branche, eure Musik in Südtirol, in eurem Land?
Ja, es hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren, wie wahrscheinlich überall, hat sich ein bisschen verändert auch. Man muss halt auch ein bisschen mit der Zeit mitgehen, obwohl ich immer sage, man sollte sich eigentlich dem Stil treu sein und so, wie man selber eigentlich sich am wohlsten fühlt, so wie ich vorhin eben besprochen habe, dass wir eben auch viel unterwegs sind ohne Anlage, weil das halt den Leuten auch immer mehr gefällt, weil so fragt dich auch keiner, ob es live ist oder nicht live ist, wenn ich heute eine Panflöte live spiele oder ein Akkordeon oder das Glockenspiel oder sonst was. Oder die Renate live jodelt, dann fragt mich ja keiner nachher, ob das live gewesen ist oder nicht. Und daran merkt man halt, dass die Leute sehr auch oft zweifeln dran, was live ist und nicht live ist. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir es schon können, zumindest die Instrumente spielen, die wir spielen, dann möchten wir das auch gerne live machen. Und wenn auch immer kein Strom da ist, dann spielen wir das halt ohne Strom und machen halt den Abend 3 Stunden auch, wie gesagt, ohne Anlage. Und die Renate hat es ja schon erwähnt, ihr habt so viele Veranstaltungen, wo man einfach sagt, einfach mal gemütlich, ohne Strom, es muss nicht immer die große Bühne sein, sondern es gibt so viele tolle Veranstaltungen, wo man wirklich einmal ohne Strom begeistern kann. Ganz genau, weil bei uns ist das Dörgelen bekannt, sozusagen. Das ist eigentlich jetzt die Dörgele-Zeit in Südtirol. Und kannst du erklären für unsere Gäste vielleicht aus Hamburg oder aus Zürich, die Dörgelen nicht kennen, was ist das genau? Ja, das ist eigentlich so wie in Wien zum Beispiel der Heurigen. Mhm. Nicht? Also das ist typisches in die alten Südtiroler Bauernstuben wird da eben von der Vorspeise Schlutzkrapfen zum Beispiel oder die bekannte Gerstsuppe wird serviert. Dann gibt es ein Selchfleisch und mit Kraut. Das sind so die typischen Sachen und als Nachspeise gibt es Kastanien, Südtiroler Kastanien und dann gibt es den guten neuen Wein dazu, den süßen Wein meistens. Ja, das ist eigentlich das typische Südtiroler Dörgelen und wenn man da in einer Almstube drinnen ist oder in einer typischer Bauernstube, dann ist natürlich am schönsten, wenn man da die Zicher auspackt, die Zierhorgel auspackt und die Gitarre und einfach so dazu singt und dann sind die Leute alle auch in Stimmung gleich und machen mit und schunkeln und singen und das ist eigentlich das Schöne. Dörgelen, kann man sagen, ist gemütliches, traditionelles Essen mit traditioneller Musik. Ganz genau, so wäre das eigentlich gedacht, ja. Und da passt das Duo Herzblatt natürlich bestens dazu. Und Dörgelen gibt es jetzt in vielen, vielen Gasthäusern, oder? Das ist nicht auf eine Region beschränkt, das gibt es in ganz Südtirol. Es ist eigentlich so gewesen, das ursprüngliche Dörgelen sollte eigentlich dort stattfinden, wo auch ein Wein zu finden ist. Ja? Wo auch der Wein, das hat sich natürlich das Ganze als Geschäftszweig natürlich auch ein bisschen erweitert, das Ganze, und ist natürlich auch dorthin gezogen, wo der Wein nicht wächst. Nicht? Aber die Bauernstuben sind nicht minder schön, sondern sind genauso schön ausgetäfelt und so wie die eben die alten Bauernstuben sind. Und die Gemütlichkeit ist am Ende das, was eigentlich zählt. Jetzt ganz egal, ob der Wein jetzt da wächst oder nicht wächst, deswegen gibt es trotzdem einen guten Südtiroler Wein und deswegen muss sich da keiner Gedanken machen oder unter Hunger und Durstgefühle leiden. Die Südtiroler wissen, wie man Gäste verwöhnt, musikalisch und auch kulinarisch. Und wenn wir jetzt schon von der Musik vom Duo Herzblatt sprechen, Uli, wie kann ich jetzt zu euch kommen? Ihr habt es mir erzählt, es gibt keine Bühne, die euch zu groß oder zu klein ist. Ihr spielt es überall, wo man euch braucht. Aber wie kann ich den Kontakt zum Duo Herzblatt aufmachen? Wie kann ich euch erreichen? Ja, eigentlich so wie alle unter der Telefonnummer auch, ja. Oder wie gesagt, auch verschiedene Agenturen haben auch unsere Nummern über E-Mail-Adresse. Jetzt im Internet drinnen sind wir nicht mehr so groß vertreten, wie gesagt, weil wir das Ganze ein bisschen reduziert haben, auch des Berufes wegen. Früher haben wir ja 4 bis 5 Mal in der Woche haben wir Musik gespielt, weil ich auch Beruf gewechselt habe. Da geht das als Busfahrer halt nicht mehr so gut. Und deswegen spielen wir jetzt so maximal 2 Mal die Woche, aber meistens 1 Mal. Und das reicht auch. Das heißt, Musik ist eure Leidenschaft. Jetzt darf ich aber gleich schon mal ansprechen. Ihr habt gesagt, ihr sitzt nicht hauptberuflich Musiker, sondern Renate, du bist beruflich? Ich bin Krankenschwester. Mhm. Und viele Nachtdienste oder Tagdienste auch wahrscheinlich zum Erledigen? Ja, eben, deswegen wollen wir da einfach müssen ein bisschen reduzieren. Ist klar. Aber für mich ist es eben ein toller Ausgleich und ich kann es ganz gut kombinieren und deshalb bin ich froh. Und du hast mir vorhin auch erzählt, das ist auch deine Leidenschaft. Du wolltest schon immer Krankenschwester werden. Ja, schon als Kind habe ich gewusst, dass das mein Beruf wird. Ja. Und in Brixen, glaube ich, bist du stationiert. In Brixen, ja. Und der Uli ist viel unterwegs als Busfahrer, habe ich jetzt herausgefunden. Ja, ganz genau. Ich bin Busfahrer, bin zwar im Liniendienst unterwegs, aber halt auch viel von in der Früh bis abends, ja,
haben wir halt Turner und so. Obwohl ich es eigentlich von meinem Betrieb aus, von meiner Firma, wo ich fahre, ganz gut kombinieren kann, weil ich dort anfragen kann früh genug, also schon meinen Monatsplan erstellen kann und die teilen mich dann so ein, wie ich es brauche. Und deswegen klappt es ganz gut mit den Terminen, ja. Aber Hut ab, es ist natürlich nicht einfach Beruf und Leidenschaft und Hobby, also die Musik, und seinen Hut zu bekommen. Ihr sagt, ihr habt diese Leidenschaft, sowohl musikalisch als auch beruflich, und das könnt ihr dann gut vereinbaren. Ganz genau. Wir sind Musikanten, seit man sich fast zurückerinnern kann, und das ist schon eine ganze Weile, wie man sieht. Ja. Und wie gesagt, ich meine Wenigkeit, ich spiele seit dem 9. Jahr spiele Musik, also habe ich angefangen Akkordeon zu lernen, damals noch alleine, weil ja auch die Musikschulen nicht so waren. Und ich glaube, jeder Musikant weiß, wenn einmal Musikant, immer Musikant, und so deswegen, auch wenn es mal im Alter vielleicht mit dem Auftreten nicht mehr so klappt, für mich selber oder für eine kleinere Gesellschaft oder eine Familie werden wir immer Musik machen, ja. Und wir wollen auch gleich einen Ausblick machen, und ich habe da die neue Musikpost vor mir liegen. Das hat auch einen guten Grund, warum ich die vor mir liegen habe. Diese Musikpost, das erfahren wir gleich. Wenn ich jetzt in der neuen Ausgabe von der Musikpost blättere, dann fällt mir sofort auf, es gibt einen Südtirol-Teil. Und da steht ganz groß, Uli berichtet aus Südtirol. Und Uli und Renate, Duo Herzblatt, ihr habt auch irgendwie ein Herz für die Musik und auch für die Musikpost. Ja, ganz genau, das hat sich vor 2,5 Jahren so ergeben. Wie gesagt, wir sind ja seit 8-9 Jahren mit Jess Robin, mit unserem lieben Freund Jess Robin befreundet, und es hat auf Anhieb das geklappt, unsere Freundschaft, und da hat der Jess halt gemeint, weil diese Musikpost eben herausgekommen ist, wir waren damals auch bei der Einweihung dabei, wo der Chefredakteur, wie gesagt, der Lothar Schwertführer ist, und da hat der Jess eben gemeint, ob er nicht den Südtirol-Teil machen möchte, und ich gesagt, okay, wir probieren es mal, ich habe das noch nie gemacht. Und mittlerweile macht es wirklich einen Riesenspaß, da mitzuarbeiten. Ja. Und ich habe auch schon erfahren, jetzt in den letzten paar Minuten, dir liegt die Musik auch ganz am Herzen. Denn du sagst, nicht nur die bekannten Superstars gehören ins richtige Licht gerückt, sondern auch vielleicht Gruppen, die nicht ein jeder kennt. Und da gibt es in Südtirol einige, die du auch gerne in der Musikpost präsentierst. Ja, ganz genau. So wie wir vorhin schon besprochen haben, ein bisschen. Ist mir ganz wichtig, auch sozusagen die Duos und Trios oder überhaupt die Gruppen auch aus der zweiten und dritten Garde, wenn man das so sagen darf, einfach ein bisschen da drinnen festzuhalten und ein bisschen vorzustellen auch, weil ich ganz gut finde, auch wenn auch Gruppen, die sonst vielleicht nicht ein bestimmtes Repertoire finden, sich vorzustellen, dass die Musikpost, die ja mittlerweile trotzdem einen guten Bekanntheitsgrad erreicht hat, zumindest in der Musikszene, dass die da drinnen auch vorkommen. Dann immer wieder mit Stargruppen natürlich, die gehören auch hinein, aber dass das Ganze ein bisschen bunt gemischt ist und auch so bestimmte Großevents, die in Südtirol halt auch stattfinden. Ich wollte gerade sagen, vom privaten Teil bis hin zu den großen Veranstaltungen, was in Südtirol los ist, kann man durch oder dank dir in der neuen Musikpost und in jeder Musikpost-Ausgabe lesen. Also das heißt, du bist nicht nur musikalisch mit Instrumenten auf der Bühne, sondern auch schriftlich in der Musikpost verankert. So ungefähr kann man das sagen. Du hast das jetzt perfekt wiedergeben, liebe Clara. Lieber Uli und liebe Renate, lasst uns ein bisschen über die Gegenwart sprechen. Das Jahr 2017, das neigt sich dem Ende zu, aber es war ein erfolgreiches Jahr auch für euch. Ganz genau, heuer, was zu erwähnen ist auch, muss ich wieder unserem Freund Jess Robin danken, dass er uns auch mit nach Bank genommen hat, nach Ungarn. Da haben wir heuer im August ein schönes Konzert gespielt mit ihm. Er hat dann natürlich ab 20 Uhr mit seiner Band ist dort aufgetreten, und andere Interpreten und wir auch als Herzblatt durften da mit dabei sein, und da freuen wir uns ganz besonders. Das Ganze werden wir nächstes Jahr wieder wiederholen, und das wird dann am 12. August auch in Bank wieder über die Bühne gehen, und da freuen wir uns schon sehr drauf. Ja. Man kann sehen, also für Herzblatt gibt es keine geografischen Grenzen, ihr seid überall erfolgreich unterwegs, auch in Ungarn. Dein Wort in Gottes Ohr, wenn es so sein sollte. Wir freuen uns natürlich, wenn wir ein bisschen dabei sein dürfen, und wir geben immer unser Bestes. Wie gesagt, wir sind ja keine Berufsmusiker, Musik ist unsere Leidenschaft, und so möchten wir auch jeden Auftritt
sozusagen machen und dass wir die Leute glücklich machen. Und wenn die Leute glücklich sind, dann sind wir es auch. Und ich muss eines dazu sagen, das haben wir auch in der Interaktiv- oder in der Volks- und Toursendung von Ungarn auch erwähnt. Es hat ja eine kleine, wie soll ich sagen, Buspanne gegeben mit dem Reisebus nach Ungarn. Und da hat sich ein Busorchester oder ein Pannenorchester gebildet. Und man sieht, es sind wirklich Musiker aus Leidenschaft. Wenn einmal eine Stehzeit ist oder wenn einmal zum Warten ist, ein Musiker, der weiß sofort, was zu tun ist, der greift zum Instrument und macht sich eine Gaude, wie man so schön in der Steiermark sagt, und spielt einfach mit Herz und Seele und vertreibt sich so die Zeit. Ja, ganz genau. Es kann ja passieren, dass einmal ein Bus kaputt geht. Das weiß niemand besser als ich selber. Ich bin ja selber in dieser Branche tätig. Und da haben wir einfach gesagt, okay, der Bus ist jetzt kaputt. Es ist ein wunderschöner Tag gewesen, ist sehr heiß gewesen. Und im Klima, die Klimaanlage hat noch funktioniert. Und deswegen haben wir den ungarischen Busfahrer gebeten, dass er uns die Koffer öffnet unten. Und dann haben wir die Gitarre rausgenommen und die Ziehharmonika. Und dann haben wir drinnen im Bus ein bisschen Gaudi gemacht. Und die Leute sind lustig gewesen. Und so sind die 2 Stunden auch gut herumgekommen. Und wir sind dann glücklich gegen 20 Uhr im Bank angekommen. Es war alles gut. Das sind halt die wahren Musikanten. Und ich würde vorschlagen, vielleicht sagen wir das den Jazz auch nochmal nächstes Jahr, was du mit dem Bus selbst. Dann passiert das, glaube ich, nicht mehr. Ja, der Jazz, der hat sich da ein bisschen sozusagen, er ist schon einen Tag oder 2 Tage vorher hingefahren, natürlich, weil er hat viel Vorbereitungsarbeit gehabt. So ein Event ist ja nicht, das geht ja nicht von einem Moment auf den anderen. Und da möchten wir ihm wirklich auch im Namen der anderen Interpreten danken, dass das alles so wunderbar geklappt hat, sei es vom Bühnenaufbau her, vom Bühnenbild her, bis zum Hotel, vom Essen. Er hat eine sehr gute Gulaschsuppe, glaube ich, gut, liebe Clara, das weißt du auch, absolut, du hast einen Vorbericht gemacht. Hat er gekocht und hat uns dann wirklich sehr gut bewirtschaftet und wir haben gut gegessen, gut getrunken und was will man mehr? Und was man auch im Fernsehen nicht sehen kann, das ist ja, wie du gesagt hast, Uli, ein Haufen Arbeit, Organisationsarbeit und dass man auf dieser Bühne spielen darf, das ist schon allein, da hat der Jazz einen guten Riecher und ein gutes Händchen gehabt und hat sich wirklich tagelang und wochenlang auf die Suche nach der richtigen Person gemacht und er hat es wirklich geschafft, dort ein Konzert zu organisieren und ich habe gehört, es hat großen Anklang gefunden. Ich glaube, bis nach Budapest in ein großes Festival. Ich glaube, da ist schon ganz viel im Rollen und im Laufen. Ganz genau, über das wird dann wahrscheinlich der Rudi Mali mehr erzählen können, ganz sicher. Auf jeden Fall kann man sagen, diese Bühne dort im Bank, die ist einzigartig und da muss man einfach gewesen sein. Das muss man auch sagen, Lothar Schwertführer, der Chef der Musikpost, seine Frau, sie wohnen eigentlich da, seine Frau kommt von dort und da ist die Idee eigentlich entstanden. Der Jazz hat sich das Ganze angeschaut und diese Seebühne, du hast es ja selber miterlebt, die ist wirklich toll gewesen. Es war fantastisches Wetter und auf diesem kleinen See mit dieser schöne Bühne, wo man von oben nach unten sieht, glaube ich, hätte es nicht besser sein können. Es war sehr, sehr idyllisch und einfach ein toller Abend. Ja. Ja, und die Musiker habt uns auch einen wunderschönen Tag und Abend bereitet, das muss man auch dazu sagen. Es war ein rundes Paket und es hat jeden viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich noch beim letzten Thema, wir schauen ein bisschen in die Zukunft, oder? Was steht denn beim Duo Herzblatt an? Jetzt so große Sachen haben wir eigentlich, wie gesagt, nicht im Sinn. Wir werden weiterhin unsere Termine machen in unseren Gasthöfen, also in den Hotels, da wo wir sehr, sehr gerne spielen. Wir spielen ja in einem Hotel, in Brixen spielen wir ja schon seit 17 Jahren und da freuen sich immer wieder die Gäste, wenn sie uns sehen und wir freuen uns natürlich auch. Und es haben sich dann immer wieder andere Termine auch daraus ergeben, wo wir zum Beispiel auch am Gardasee 4 Busse spielen dürfen, dort in einem Weingut. Und das sind halt alles so Erfolge oder kleine Erfolge, wo man sagen kann, okay, war schön, da waren 100 Leute dabei und die haben richtige Gaudi gehabt, 3 Stunden. Und so in der Richtung wollen wir weitermachen. Wie gesagt, ein bisschen Dirkeln, ein paar schöne Hochzeiten werden wir auch machen. Das Ganze nochmal in Banks nächstes Jahr, da freuen wir uns auch sehr drauf. Ja, das wäre es im Ganzen und Großen gewesen und wer weiß, vielleicht dürfen wir ja wieder mal bei dir zu Gast sein, liebe Clara. Und ja, das wäre es eigentlich so im Ganzen und Großen für 2018. Dann machen wir das Angebot gleich öffentlich, damit es die Volks-TV-Zuseher auch hören. Wir machen so, wenn es etwas Neues gibt, wenn euch etwas am Herzen liegt, ihr sagt uns Bescheid und dann gibt es wieder Neuigkeiten hier auf Volks-TV mit Herzblatt, eine Musik mit Herzblut, kann man sagen. Oder? Ganz genau. Vielen herzlichen Dank. Renate und Uli, danke, dass ihr da wart. Und ihr habt natürlich viele Gäste mitgebracht. Und wir wechseln gleich musikalisch. Das Thema bleibt heute irgendwie unsere Volksreise oder unsere Musikreise nach Ungarn. Ihr wart mit dabei und da gibt es noch wunderbare Künstler, die mit dabei waren. Und die habt ihr heute auch im Gepäck. Und da machen wir jetzt einen kleinen musikalischen Wechsel nach der Werbung. Hey.
Wir sind wieder zurück und einen kurzen musikalischen Wechsel haben wir gemacht. Und ich habe jetzt den Mike Werner neben mir. Lieber Mike, wir kennen dich auch von der Ungarnreise. Und den Mike Werner, den kennt man einfach in der Musik. Die Liste ist lang. Ich habe mir jetzt gemerkt, erfolgreicher Musiker, erfolgreicher Komponist und Produzent. Und über all das möchten wir heute ein bisschen sprechen. Fangen wir ganz von vorne an. Wie lange gibt es dich schon musikalisch? Okay, also mal Dankeschön, liebe Clara, für die Einladung. Musikalisch gibt es mich auf der Bühne, seit ich 17 Jahre alt bin. Da war meine erste Band, das Hardy Schwarz Sextett. Da habe ich angefangen als Oberkreiner, Gitarrist und Trompeter. Und dann später hat sich eben entwickelt, dass ich ein bisschen zum Schlager gekommen bin. Und ja, und dann auch später zum Musical. Die Musicalschule gemacht in Wien. Also ein sehr breit gefächertes Repertoire. Mit 17 Jahren hat dich die Muse geküsst und du hast gesagt, du musst Sänger werden. Oder wie war das? Nein, es war eigentlich nicht so. Ich war eigentlich sehr schüchtern und habe mich nie getraut, vor anderen Leuten zu singen. Mhm. Und irgendwann bei einer Geburtstagsfeier habe ich es dann doch gemacht und hat mich ein Musiker gehört. Der hat gesagt, ja, wir suchen einen Gitarristen und wäre das nichts für dich? Und ja, so bin ich dann dazugekommen. Aber der erste Auftritt war, da bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Aber es war schön, aber seitdem hat es mich gepackt und seitdem bin ich unterwegs. Ja. Mit 17 Jahren vom Musikvirus infiziert worden und nie mehr losgelassen, Gott sei Dank. Ja. Und ich habe jetzt gehört, Mike, du machst viele musikalische Schubladen auf. Du bist ein Allrounder, wenn man das so sagen darf. Nicht nur Oberkreiner Musik, nicht nur Schlager. Ja, du bist wirklich ein vielfältiger Musikant und Musiker. Ja, ich habe mich inspirieren lassen und bei mir war es so, durch Singen, man entdeckt dann seine Stimme. Und dann habe ich mal probiert, was zu mir passt. Und dadurch bin ich dann auch ein bisschen zum Musical gekommen und habe dann in Wien wirklich eine Gesangsausbildung gemacht, ein Jahr lang, was sehr wichtig war für mich, weil da war ich so 19 Jahre alt. Und als 19-Jähriger ist man halbstark und da glaubt man, man kann was. Ne? Die Lehrerin hat mich sehr geschliffen und das war für mich menschlich auch sehr wichtig. Ne? Ja, und dann natürlich Musical, ich habe es versucht, aber ich bin ein sehr schlechter Tänzer. Alles klar. Deswegen war das dann kein Thema, aber ich habe das dann weiter mitgenommen und es war gut für meine Stimme, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Aber jetzt arbeite ich sehr viel auch als Background-Sänger in Tonstudios. Ne? Das weiß man gar nicht, nämlich der Mike Werner ist, darf ich jetzt so sagen, ein Mann im Hintergrund. Du leistest so viel in dieser Branche, aber du hältst dich immer gern zurück, oder? Einen Schritt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Liste ansehe, wo du überall erfolgreich zu hören oder zu sehen bist, da muss man sich nicht verstecken. Ja, es ist so, ich bin jetzt kein Mensch, der sich im Vordergrund drängt. Also als richtig berühmter Mensch hätte ich keine Ahnung, wie du damit umgehen sollst. Ich habe das sehr gerne, wenn ich auf der Bühne bin, aber auch sehr gerne im Studio. Ne? Mhm. Auch gerne im Hintergrund. Ich schreibe sehr gerne Lieder. Ich interpretiere sie auch gerne, aber ich brauche das ganze Paket. Für mich wäre es zu einseitig, wenn ich jetzt ein Schlagerstar wäre oder so irgendwas. Ne? Mich interessiert genauso Country-Musik und einfach alles. Ne? Und deswegen bin ich musikalisch auch unterwegs und habe mehrere Projekte. Bin in einer Volksmusikband nach wie vor. Wir sind die Kreuzberg-Rebellen. Ich habe ein Duo, wo wir Tanzmusik machen mit einem alten Schulfreund. Das ist, die Band nennt sich Show Music. Ich bin alleine unterwegs als Mike Werner. Ja, und habe auch eine Austropop-Band mit meinem Bruder zusammen. Der aus Steiermark, da haben wir auch viele Lieder produziert, die man auch kennt. Bei mir ist es eher so, dass man meine Lieder kennt, aber mich selber nicht so, weil ich mich nicht so in den Vordergrund bringe. Und darum ist es mir umso wichtiger, dass du heute bei mir bist. Ja. Und ich hätte vorgeschlagen, wenn man schon von Mike Werner spricht, sollte man auch viele der Lieder kennen oder kennenlernen. Und wir haben da in unserer Musikschatzkiste herumgegraben und da findet man ganz, ganz viele Lieder. Ich hätte vorgeschlagen, Christa Fartek, da hast du viel komponiert, könnten wir gleich ein Stück spielen. Ja, ist wunderbar. Die Christa, vor allem, habe ich angefangen mit Christian Meyer. Mhm. Der hat gesagt, er hat eine Sängerin und dann hat sie mir vorgestellt und dann haben wir zusammen Lieder geschrieben und dann habe ich selber Lieder geschrieben für sie, weil sie einfach eine wunderbare Stimme hat und eine tolle Künstlerin ist und nach wie vor bis heute. Ne? Dann lassen wir sie mal spielen und singen und dann unterhalten wir uns über das Komponieren, über das Produzieren und vor allem über die vielfältige Kunst von Mike Werner. Okay, danke. Hey!
ist Volksinteraktiv. Heute an diesem Dienstag, und wir haben jetzt Mike Werner hier, ein Musiker, ein Produzent, ein Komponist, ganz vielfältig in der Musikbranche unterwegs. Und Mike, können wir jetzt ein bisschen sprechen übers Musizieren und übers Komponieren jetzt eigentlich selbst? Wenn du jetzt auf der Bühne unterwegs bist und komponierst, was ist für dich wichtig bei einer Komposition? Also bei der Komposition, mir ist immer wichtig, dass die Lieder eine schöne Melodie haben. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und dass die Texte einen Sinn ergeben. Es ist ganz wichtig, dass man irgendwas erkennt. Weil bei vielen Liedern weiß man nicht, was will er uns sagen. Ne? Mhm. Das ist, steht bei mir an oberster Priorität. Ich schreibe in Englisch auch und in Deutsch. Ne? Und ich schreibe einen Mundort. Und jedes für sich ist ein eigenes Kapitel. Ne? Wenn man auf Englisch schreibt, muss man wieder umdenken, weil Kollegen, die sehr gut Englisch erkennen, die was mir helfen und die Texte auch korrigieren, was mir dann wieder nichts hilft, weil ich dann doch ein englisches Gedicht schreiben muss. Ne? Und auf Deutsch ist es genauso. Ich schaue, dass das auch quasi sind Gedichte. Ne? Ja. Und wo holst du dir die Inspiration? Gibt es dann einen fixen Ort, wo du sagst, da habe ich meine Ideen, da kann ich mir die Ideen holen, oder ist es einmal hier, einmal dort? Es ist gar nicht so der Ort, es ist eher in einem selber. Und ich sage, das Leben, man braucht nur das Leben beobachten, dann fällt einem was ein. Das Wichtigste ist, dass man halt in sich geht und das Leben beobachtet, wenn man was schreibt. Manchmal fällt mir auch nichts ein, aber manchmal geht es auch ganz schnell. Wichtig ist, dass man einfach irgendwas spürt und der Idee dann Zeit gibt und dann nicht aufgibt. Das heißt, wenn ich ein Lied heute schreibe, kann ich es vergessen, weil wenn ich morgen dann so wie gehe, habe ich eine andere Stimmung und das wird dann nichts. Also es muss in einem Fluss passieren. Das heißt, du setzt dich hin und dann entsteht nach vielen Minuten, Stunden... Entweder ich schreibe was oder ich schreibe nichts. Genau so läuft es. Da hat jeder seine eigene Methode und seinen eigenen Zugang auch. Ja, eben. Es ist aber wichtig, mir ist es wichtig, dass es einen Sinn ergibt und dass man irgendwas spürt dabei. Natürlich, man ist sehr selbstkritisch, oft denke ich mal, würde das überhaupt wer hören, ne? Da tut man sich auch wieder schwer. Aber es freut mich dann, wenn ich es irgendwann vorspüre und sage, ah, super Song, ne? Das tut dann gut und gibt mir Mut, weiterzumachen. Das ist auch als Produzent auch ganz wichtig. Man braucht auch wirklich Motivation und vor allem auch Zugang zu der Musik und Zugang zu den Künstlern. Und wenn du Produzent bist, dann ist es ganz wichtig, dass du eben den Künstler mal analysierst, so schaust, was vertritt der Künstler, dass man den Text natürlich oder das Lied auf dem Leib schneidet, den Stimmumfang beachtet, ne? Weil manche singen hoch und tief, manche haben ganz wenig Töne, was auch kein Problem ist, dann bringt es nichts, wenn ich eine Arie schreibe für den und der tut sich schwer. Also man muss das einfach, man muss sich wohlfühlen auch als Künstler, und das ist meine Aufgabe als Produzent, dass ich dann das Lied auch so schreibe, dass das passt. Bleiben wir bei diesem Thema. Ich habe ja vorhin gesagt, du stellst dich immer einen Schritt zurück. Du brauchst dich auf keinen Fall zu verstecken mit dieser Vielfalt, die du anbieten kannst. Produzent, Thema Produzent, da habe ich Namen gehört wie die Paldauer, Elisabeth Moserhold, Andrejan, Christoph Artek und. Was macht jetzt, du hast gesagt, du musst die Künstler wirklich analysieren. Das macht auch, glaube ich, dich als Produzent aus, dass du genau weißt, wie und was ich mit diesem Künstler arbeite. Ja, jeder ist ein anderer Typ. Wenn ein Mensch mehr ein Party-Typ ist, dann schaut man, dass man ein Party-Lied schreibt. Und manchmal, ich sage eben, wenn einer ein lyrischer Mensch ist, dann muss das einfach ein bisschen ruhiger sein. Ja, und ich schreibe für den Jazz Robin eben die englischen Lieder. Der braucht wieder so in Richtung Neil Diamond, weil er einfach auch die tolle Stimme hat. Ne? Und da muss man sich auch wieder in den hineinfühlen, dass das passt. Dass man sich quasi den Künstler schon auf der Bühne vorstellt, wie interpretiert er das. Und dann kann es was werden. Wir haben ja jetzt viele Zuseher aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, viele junge Künstler, die auch sagen, ich möchte einmal diese Bühne haben und ich möchte auch einmal irgendwie ein Team aufbauen können, das mich unterstützt. Gibt es da noch Platz bei dir oder kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Zu mir kann man immer und jederzeit Kontakt aufnehmen, wenn man sagt, ich suche ein tolles Lied, egal welche Richtung, wenn ich Zeit habe. Wenn ich es interessant finde, dann schaue ich und gebe auch mein Bestes. Also ist immer jederzeit möglich. Ja. Wie ist das möglich? Wie kann ich Kontakt zu dir jetzt aufnehmen? Auf meiner Homepage mikewerner.at findet man die Kontaktdaten. Und eben, ich schreibe mit vielen deutschen Kollegen, Komponisten und Texter, arbeite ich genauso zusammen. Ja.
Also das heißt, es gilt jetzt wirklich für alle Jungen, die sagen, ich möchte einen Produzenten wie den Mike Werner Mut haben, kontaktieren, sich mal ausreden, ja. Und wer weiß. Man soll es probieren. Ja. So ist es. Ich sage eben, ich versuche halt einfach immer mein Bestes zu geben und auch auf die Menschen einzugehen, auf den Künstler, die Künstlerin einzugehen. Dass man das Beste rausholt. Ganz wichtig, dass man sich Zeit nimmt. Also bei mir ist es nicht so, dass man, früher war es eben so, da hat man 3 Tage Zeit gehabt und hat man eine ganze CD produzieren müssen. Ne? Und heute ist wirklich wichtig, dass alles jetzt in Zeit hat. Ja, eben vor Jahren habe ich eine sehr erfolgreiche Band gehabt, das war Mike und seine Nachtschwärmer, da haben wir 3 CDs gemacht. Da haben wir immer eine Woche gekriegt, maximal, eigentlich haben sie gesagt 3 Tage. Ich habe gesagt, geht sich nicht aus, dann habe ich mit viel Verhandeln 5 Tage bekommen, da hast du eine ganze CD einspielen müssen, einsingen und fertig mischen. Und unter so einem Druck, es kann schon was entstehen, aber... Die Qualität soll halt das. Ja, es ist gut, wenn man sich Zeit nimmt. Weil, und es gibt ja auch ein Sprichwort, gut Ding braucht Weile und das ist ja keine Chance. Bei mir kann es auch passieren, dass die Künstler heimschickt, weil sich, oh, die hat seine Gedanken woanders oder ist einfach nicht da oder das bringt halt nichts. Habe ich auch schon oft gemacht, habe gesagt, nehmt es nicht persönlich, probieren wir es morgen nochmal. Ne? Man ist nicht immer gut drauf, ja. Wichtig ist, dass die Musik dann passt. Entsteht auch was Gescheites, ne? Genau, wenn man so nicht den Druck hat. Und oft hat man seinen Kopf voll und dann soll man auch nicht singen. Ne? Wenn man nicht an das Lied denkt, sondern irgendwelche Sorgen hat, auch nicht gut. Ne? So ist es. Wir gehen in eine kurze Werbung und dann dürfen wir noch einmal mehr über dich erfahren. Gerne. Aktiv mit Mike Werner an meiner Seite, Musiker, Produzent, Komponist und es gibt auch viel zu tun in Zukunft und über das möchten wir jetzt ein bisschen sprechen. Mike, was steht denn an? Welche Pläne hast du gerade vor dir liegen oder welche CDs und Projekte stehen da an bei dir? Also Pläne, ich war jetzt 6 Wochen in Las Vegas mit meiner Band, mit den Kreuzberg Rebellen und kurz davor habe ich einen großen Wasserschaden gehabt in meinem Tonstudio, war alles kaputt, also da habe ich dann gewusst, meine ersten Pläne sind einmal alles zu renovieren. Das heißt, da habe ich wirklich den ganzen Boden neu machen müssen, da haben wir die ganzen Wände gestrichen und da habe ich dann Zeit gehabt, das wirklich auch schön zu gestalten. Also jetzt habe ich ein ganz neues Tonstudio und ganz neue Motivation natürlich auch. Ne? Ich fühle mich da sehr wohl. Und ja, und die nächsten Pläne sind für mich selber. Jetzt habe ich eine Schlager-CD, die jetzt rauskommen wird. Die ist endlich fertig. Ich habe sehr viele Singles rausgebracht, über 50 Stück. Ich habe aber nur 2 CDs. Das heißt, jetzt wird es einmal Zeit, dass ich das zusammenfasse und eine CD mache. Und meine Pläne als nächstes sind dann in Englisch Lieder zu produzieren, weil ich viel in Amerika bin. Und da ist sehr naheliegend ist dann auch Musik zu singen, was die Leute da drüben verstehen. Und das wird sehr akustisch. Ein Lied habe ich schon fertig produziert und es wird eine schöne Sache. Und dann mit Jazz Robin nehmen, machen wir die CD jetzt demnächst fertig. Ja, und die wird eigentlich gar nie langweilig? Mir wird nie langweilig, weil ich auch sehr viele Anfragen von anderen Tonstudios habe, die Background-Chöre brauchen. Das heißt, die singen die Chöre bei mir zu Hause und verschicke einfach die Spuren. Da arbeite ich mit die Lausa zusammen und bin Christian Meyer, mit Hubert Molander, mit vielen bekannten Produzenten. Da ist, glaube ich, auch ein kleiner Tipp, wenn man eine CD in der Hand hält und wir dürfen hier auch sehr viele CDs weiterschicken an die Volkstv-Zuseher, vielleicht auch wirklich mal die CD bewusst lesen, welche Künstler da drinnen stehen, welche Chöre gesungen werden, wer welche Melodie oder welches Instrument verstärkt hat, das ist oft interessant. Es ist ja wirklich lustig, dass heutzutage wirklich weltweit auch zusammengearbeitet wird. Wir haben für einen Patrizio Buane, das ist ein sehr berühmter Sänger, der Robbie Williams Songs auf Italienisch aufgenommen hat. Und da war ein Schlagzeuger aus Nashville und dann hat das Londoner Symphonieorchester dazu gespielt und wir haben da quasi am Land irgendwo die Background-Chöre gesungen, war sehr lustig und der hat in Australien wirklich 1 Million CDs verkauft und da stehen wir hinten drin ganz leise. Aber das macht einen auch stolz. Ganz klein, sage ich, stehen wir da drin in der CD und ich denke, ja, wer ist das? Aber ich finde es einfach lustig. Musik verbindet einfach. Dass die Musik so verbindet, ja. Ich finde es lustig und schön. Und auch ganz wichtig ist auch mal, du hast gesagt, du hast ein Ohr und ein Auge für die Musik und vor allem auch natürlich das Gehör. Das heißt, wenn jemand sagt, ich hätte gerne einen Produzenten, der sich um mich kümmert, der für mich da ist, dann kann dich kontaktieren über die Homepage. Nach wie vor auf der Suche nach guten Künstlern und Künstlerinnen, die ich produzieren kann, weil es ist immer interessant, wenn man eine schöne Single macht.
und vielleicht einen neuen Star entdecken kann und darf. Ne? Und du hältst uns auch am Laufenden über deine nächsten Projekte und über deine nächsten Schritte. Und bis dahin wünsche ich dir mal viel Erfolg und auch, ich glaube, auch ein Danke von allen Musikern jetzt in Stellvertretung auch an dich, denn du hast für den guten Ton gesorgt in Ungarn. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass sich jeder wohlfühlt auf der Bühne und du warst da der richtige Mann. Herzlichen Dank für die Einladung und wir machen das. Bei uns geht es gleich weiter. Ich habe noch einen dritten Gast parat und wer das ist, ich verrate es gleich. Diesen Mann kennt man, wenn es um gute Veranstaltungen geht. Und in der Steiermark ist er weit über die Grenzen eigentlich hinaus bekannt, Rudi Mali. Und lieber Rudi, du veranstaltest nicht nur in deinem Bereich und in deinem Land viele tolle Konzerte rund um die Musik, sondern auch in Ungarn warst du ganz, ganz wichtig für die Organisation. Ja, das war das große Musikfestival, kann man sagen, in Bank, bei Budapest ist das, nach Budapest. Und das war natürlich viel Arbeit, schon fast ein Jahr vorher. Zusammen mit meiner Agentur RM Eventainment und dem VfV-Präsidenten, den Jess Rubin. Und ja, neben vielen Terminen und Fahrten dort runter, wo wir das alles ausgeredet haben, hat es auch Radiosendungen gegeben mit deutschen Sendern, wo Interviews die Leute gegeben haben, wie zum Beispiel unter anderem auch Alfred Jaklitsch von den Seern oder Fritz Willingshofer von den Sturmkoglern. Und so war das eigentlich natürlich sehr arbeitsreich, damit das Ganze zustande gekommen ist. Das braucht ja viel Organisationsarbeit und ihr habt euch wirklich die Mühe gemacht. Man muss sich das ja vorstellen, wie viele Kilometer ihr zurückgelegt habt, um dieses Konzert zu organisieren. Und es ist ja nicht nur bei diesem Konzert geblieben, man hat es durch dich gehört. Es hat ja im Vorhinein einen großen Anklang gegeben mit vielen Radiosendungen, mit vielen Ankündigungen. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, hat es da auch ganz wichtige Leute gegeben, die im Publikum gesessen sind und begeistert waren. Das stimmt. Das war mal generell ein großer Erfolg für unsere Künstler. Erstens einmal auf dieser Bühne zu spielen, dort in Bank, auf dieser Seebühne, die ja wunderschön ist, wo sonst ja Jahr aus Jahr ein nur große internationale Künstler auftreten. Und da ist zum Glück im Publikum auch die Präsidentin von diesen Ungarn-Deutschen gesessen. Ja. Der Verein heißt die Braunhaxler, ganz lustig. Okay. Und diese Dame war, wie auch das ganze Publikum unten, das sehr, sehr mitgemacht hat, so begeistert, dass sie gesagt hat, ich lade alle Mitwirkenden ein zu unserem großen Obodafest in Budapest, wo über 15.000 Leute kommen. Also da sind wir nächstes Jahr wieder dabei. Man sieht, das hat ein großes Echo gefunden und viele waren begeistert und haben gesagt, das möchte ich noch einmal erleben, so ein großartiges internationales Konzert. Man muss sich das ja auch vorstellen, es war ein stundenlanges Programm und so ein Programm einmal auf die Beine zu stellen, das ist nicht ohne. Ihr habt euch ganz viel überlegt und habt wirklich Großartiges geleistet in diesem Sinne. Ja, ich glaube, es war sehr, sehr, vor allem sehr unterschiedlich und variabel. Es hat alles gegeben an Musik, verschiedensten Richtungen. Und es hat ja auch vier EU-Länder gegeben, die mit dabei waren als Künstler. Das war Ungarn, Slowenien, Südtirol und eben Österreich. Und das muss man wirklich einmal erwähnen, ein internationales Konzert. Und wir haben alle eine Sprache gesprochen, die Sprache der Musik. Genau. Und diese Sprache versteht Gott sei Dank kein jeder. Und diese Sprache hat auch jedem gefallen. Und es wurde auch eine CD produziert von diesem Konzert. Und die kann man beziehen, wenn sie jemand haben möchte, über die Musikpost von sogenannten Chefredakteur Lothar Schwertführer und auch vom Herausgeber, das ist der VfV von dieser Musikpost. Und Werbung für diese Musikpost gibt es ja auch im Volkstv. So ist es. Und auch die aktuelle Ausgabe wird beworben und da müssen wir Happy Birthday sagen, liebe Musikpost, denn die Musikpost ist 3 Jahre alt und auch vom VfV gibt es einiges in der Musikpost zu lesen. Das ist richtig. Immer wieder. Rudi, wenn ich dich jetzt schon an meiner Seite habe, jeder weiß, dieser Mann steht für tolle Veranstaltungen und du hast auch ein Herz für die Musik. Aber wenn ich jetzt in deinen Terminkalender schaue und ich weiß, der ist gefüllt von Rudi Mali, da steht jetzt, glaube ich, im November ein großes Konzert in Slowenien an und im Dezember wichtige und großartige Konzerte rund um die Oberkrainer Musik und auch um Phantasia Weihnachten. Das ist richtig. Es gibt eine Musikreise, Wellness und Musik nennt sich sie. Diesen Samstag schon in der Therme Olimia, wo es ein nettes, tolles Konzert gibt mit der Mitya Quintett, mit den Untersteirern, mit den Polka-Mädels, mit den Gastro-Boys, Walter Reischl, Marc-André, alle sind dabei.
Und wenn wir jetzt noch einmal Richtung Dezember schauen, da gibt es am 9. und 10. Dezember ein wichtiges oder ein schönes Konzertwochenende. Und zwar am 9. Dezember geht es, glaube ich, Richtung Oberkrainer Musik nach Wiener Neustadt. Das bin ich ganz stolz. Mhm. Das ist die sogenannte erste Oberkrainer Weihnacht. Und die habe ich gewählt, in Wiener Neustadt zu machen, in der Arena Nova, weil das dort die erste Oberkrainer Veranstaltung überhaupt ist, die dort stattfindet. Und das hat mich irgendwie inspiriert, das dort zu machen. Kann man auch so sagen, ich glaube, du hast schon ein Herz auch speziell für die Oberkrainer Musik. Speziell für die Oberkrainer Musik, aber für jede Musik eigentlich. Mhm. Ich bin sehr flexibel. Übrigens, diese Oberkrainer Weihnacht findet am 9. Dezember statt, in der Arena Nova. Karten gibt es natürlich bei Ödicket und überall. Ja, und einen Tag später und dabei, geht's. Mit dabei sind die Alpski, das wollte ich auch sagen, die Alpski, die Polka-Mädels, die Lechnerburm und die Hauskapelle Aussinnig. Informationen, wenn das jetzt alles für mich zu schnell war, ich möchte auch genaueres wissen, wer mit dabei ist, wann Einlass und wie und überhaupt, gibt es bei dir auf der Homepage? Auf der Homepage mit rm-eventainment.at. Alles klar. Und einen Tag später, jetzt bin ich beim nächsten Thema, geht es Fantasia. Wir werden die Nacht durchmachen, von Wiener Neustadt nach Graz zum Schwarzelsee. Und dort gibt es die zweite Auflage von Fantasia Weihnacht mit Andi Borg, Monika Martin, Marlena Martinelli, Oliver Heid und vielen weiteren. Jetzt habe ich ein Problem. Silvio Simoni, so, alles jetzt habe ich es. Naja, aber weißt du, lieber Rudi, du hast so viel im Kopf und das muss man wirklich sagen, wenn man von dir, von den Veranstaltungen spricht, du weißt nicht nur das Datum, du kennst alle Künstler, die in deinem Kalender stehen und das ist nicht wenig und man merkt auch, dass du das Herz am richtigen Fleck hast, nämlich am musikalischen Fleck. Das ist richtig und mittlerweile wird die Datenbank oder die Festplatte doch etwas voll. Das glaube ich dir, aber wie man gemerkt hat, du hast trotzdem alles im Kopf parat. Und falls jetzt jemand gesagt hat, das war mir trotzdem zu schnell, deine Homepage oder auch Facebook ist, glaube ich, ein ganz ein heißer Tipp, wo man deine Events und deine Konzerte nachlesen kann. Ganz sicher, ja. Pläne für 2018 gibt es da irgendwie? Darfst du schon was verraten? Pläne für 2018 ist wieder das große Steirerfest, das ich mehr oder weniger erfunden habe. In Hitzendorf. Im April? Das ist am 6. April. Jawohl. Mit dabei die Draufgänger. Die zwei anderen möchte ich noch nicht verraten. Okay. Das ist noch nicht ganz fixiert. Aber es soll ganz, ganz stimmungsvoll werden. Jawohl. Diesmal. Natürlich gibt es da auch wieder den Contest der jungen Wilden, wo eben ein Künstler von den jungen Wilden die Chance hat zu gewinnen und dann die Chance hat, beim steirischen Bauernbundball als Gast aufzutreten. Das ist auch ein Merkmal von dir. Du hast viele Musikrichtungen, die dir am Herzen liegen, aber du sagst, nicht nur die Großen und Bekannten sollen gefördert werden, sondern auch die neuen Talente sollen entdeckt werden. Ja, das haben wir auch jetzt wieder gemacht in Bacherlwirt, wo ich ja 5 Jahre lang schon jeden Donnerstag Musikstammtische veranstalte, wo wirklich viele, viele, viele Gruppen schon gespielt haben. Und da haben wir jetzt auch unter anderem einen Contest gemacht für dieses Steirerfest, wo tolle junge Künstler aufgetreten sind. Und wir werden es dann sehen beim Steirerfest. Die Siegerin ist dort mit dabei. Und es gibt noch ein Fest. Mhm. Es gibt noch ein Fest am 8. April. Ja. Das ist ein Tag später, wieder, also 2 Tage später wieder das Steirerfest. Und das soll ein besonderes Fest werden, und zwar die 66er Party. Okay. So mit der größten Band der Steiermark, mit mindestens 100 Künstlern. Und das soll meine große Geburtstagsgeschichte werden. So nach dem Motto, mit 66 fängt das Leben an. So ist es. Lieber Rudi, man sieht schon, dein Kopf ist voller Musik und das ist gut so und das freut uns. Und ich freue mich auch, oder wir freuen uns eigentlich, dass es Veranstalter gibt, die sagen, das gehört gemacht, das gehört gefördert und ich habe ein Herz für die Musik und weiterhin viel, viel Erfolg und bitte halt uns am Laufenden. Wir geben natürlich die Veranstaltungen auch immer wieder gerne weiter. Und ja, das nächste Projekt steht am Wochenende an und für dieses Projekt alles Gute. Dankeschön.
Und bei uns geht es jetzt weiter mit Musik und das war Volksinteraktiv an diesem Dienstag und um 19.45 Uhr heißt es wieder, die Volksbox ist da mit den Musikwünschen, mit den Geschichten, Erzählungen und den Grüßen von unserer Volks-TV-Familie. Danke fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Danke auch an unsere Nea in der Regie und die fleißigen Hände im Hintergrund. Danke an meine Gäste, an Uli und Renate, an Mike Werner, an den Rudi Malli und wir sehen uns um 19.45 Uhr. Ihre und eure Clara Bloder.